So, ich habe jetzt hier einen Texteditor und ich mache jetzt das, was ich vorhin beschrieben habe, nochmal. Ich fange erstmal an, eine HTML-Datei aufzumachen. Und diese HTML-Datei, die wird am Anfang, wenn wir die überhaupt brauchen, ganz, ganz simpel sein. Wir schreiben hier oben hin Doctype HTML. Das ist der Doctype für HTML5, damit werden wir uns eigentlich beschäftigen. Und dann machen wir nichts weiter als ein HTML-Tag auf und wieder zu. Und schreiben hier nochmal entweder Body oder Head, ist jetzt auch nicht so wichtig. Und hier schreiben wir hin, dass wir ein Skript laden möchten. Und da schreiben wir hin, die Quelle, Source von dem Skript soll eine Datei sein, die heißt zum Beispiel Code JS. Das ist alles, was wir brauchen. Und dann machen wir jetzt noch die Datei Code JS auf. Das ist unser JavaScript-Code. Und da schreibe ich jetzt mal irgendwas hin. Da habe ich eine Variable x, die hat den Wert 3,75, eine Variable y, die hat den Wert 11,2. Und dann schreibe ich hier mal hin alert x mal y. So, das speichere ich auch. Und jetzt gehe ich in meinen Browser und mache diese Datei, die ich eben irgendwo gespeichert habe, auf. Da ist sie. Und dann bekomme ich hier erstaunlicherweise 42 raus. Wie das nun wieder passiert ist. Ja, da haben Sie auch gleich schon, falls Sie überhaupt noch gar nichts mit JavaScript gemacht haben, eine Möglichkeit gesehen, sich mal eben irgendwelche Werte anzeigen zu lassen. Alert. Dann geht so eine Alertbox auf und Sie sehen eine Meldung. Was man auch machen kann, das ist für größere Projekte, wenn Ihr HTML komplizierter ist, nicht so eine gute Idee, aber wenn man nur mal so ein bisschen ausprobieren will, könnte man auch Document Write nehmen. Ich mache jetzt dasselbe, was ich eben schon beschrieben habe. Ich ändere den Code und drücke dann hier auf Reload. Und jetzt steht die 42 hier oben, die ist mit Document Write hier reingeschrieben worden. Und was Sie auch noch machen können, ist, das werden wir auch öfter benutzen, ist der Befehl console.log, dass Sie in der Konsole das loggen, was Sie hier gemacht haben. Mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt passiert scheinbar erstmal gar nichts. Das bietet uns aber gleich die Möglichkeit, in die Developer Tools reinzugehen, die ich Ihnen ohnehin zeigen wollte. Eine Möglichkeit, die Developer Tools aufzurufen, ist, dass Sie hier oben hingehen in dieses Menü hier rechts und dann gehen Sie hier auf, jetzt muss ich erstmal selbst gucken, wo es ist, Tools, nee, ist es das? Doch, hier unten, Developer Tools. Und da sehen Sie hier unten übrigens steht schon die 42. Falls Sie das hier unten nicht sehen, sage ich Ihnen gleich noch, wie Sie das kriegen. Sie müssen nicht immer in dieses Menü gehen. Es gibt einen Shortcut für die Developer Tools, Control-Shift-I. Dann werden die aufgemacht. Und hier unten die Konsole, wenn Sie die nicht sehen, die können Sie mit Escape auf und zu machen. Ja? Und in der Konsole hier unten werden wir uns jetzt eigentlich auch erstmal die meiste Zeit aufhalten, weil man viele Dinge schon ausprobieren kann, ohne überhaupt immer wieder JavaScript-Code in den Editor zu tippen und neu zu laden. Man kann in dieser Konsole einfach schon mal so ein bisschen rumprobieren.